Meh, meh. Hier wird wohl der Tunnel drunter sein. Tipp ich mal ganz stark. Und hier kann auch irgendwas sein. Oh, da kommt mir was entgegen, was nicht schön ist. Nämlich Wasser. Ah, Wasser und Duschen. Nein. Ah. Okay, rettet euch schnell. Springt ins Wasser. Schwimmt wie die Wale. Und macht, was ihr wollt. So. Was ist denn jetzt hier unten runter gewesen? Warum ist hier... Aha. Aha. Das ist da. Warum nicht? Müssen wir nämlich die da einsetzen. So, du gehst jetzt hoffentlich in die richtige Richtung. Yep. Und hier machen wir das jetzt ganz einfach. So. Das... Ist das schon ganz oben? Ne, das ist noch nicht ganz oben. Und hier machen wir... Achso, die müssen ja weggemacht werden. Richtig. Nicht die davor, sondern nur die. Das ist okay. Dann können wir das eben schnell machen. Kiste jeweils dran hier. Dann sagen wir hier, bei dir. Items Inventory pumpen. Richtig. Richtig. Items Inventory, genau. Das gleiche gilt für dich. Items im Inventory pumpen. Jetzt sind wir hier wieder die hier. Machen dahinter zu. Füllen den einer unten. Und man rest sie auch so komplett zu. Dann brauche ich nämlich nicht bis da vorne hingehen. Hab's ja dann direkt hier. Oh, zu weit. Das sehe ich natürlich nicht ein. Jetzt müsste es eigentlich passen. Eigentlich schon. Wenn nichts anderes passiert, passt das eigentlich so. Ach ja. Wieder zurück. Hier, da müssen erstmal noch ein paar Zäune hin. Bist du wieder zurück? Rein da. Ihr seid ja noch nicht ausgewachsen. Ah, jetzt haben wir ein schönes Farbenspektakel hier drin. Das ist hammergeil. Wie weit sieht es denn hier aus mit den... Da macht er auf jeden Fall weiter. Da wird er noch... Hat er da noch Strom? Ja. Strom hat er. Ist auch voll. Da können wir auch sogar so einen zweiten schon betreiben, richtig? 2, 3, 4, 5 irgendwie ein paar reintun. Kommt er damit aus? Ich glaube mal schon. Doch. Sieht aus, ob die ganz locker flockig damit durchlaufen. Ich weiß nicht, ob eins reicht. Wenn ich hier halt schneller laufen lasse, wird das schon klappen. Das haben wir jetzt. Das haben wir. Oh, jetzt können wir eigentlich fast mit dem Strom weiter beginnen, dass wir halt unsere Stromabteilung weiter fummeln. Aber erstmal das ganze Inventar leeren. Soll ja nicht so enden wie immer. Inventar voll und ich weiß nicht, wohin damit. Kann hier ins... Da rein. Wie viel Scrap hast du denn? Ah, das können wir auch noch machen, dass das automatisch sofort Scrapboxen macht. Nee. Das kommt hier rein. Machen wir das mal. Mach mir doch mal... paar... Holzzahnräder. Danke. Dann brauchen wir eine Workbench. Mit der Workbench machen wir jetzt Zahnräder. Wollen wir sie? Da 64 Stück. Eine automatische. Weg damit. Und nun haben wir da noch was von. Ein Import, ein Export. Paar ME-Kabel, die abgedeckt werden müssen. Jetzt brauchen wir noch exakte, ne? Das sind nämlich nur Im- und Export normal. Wobei das gar nicht so schlimm ist, oder?
Warte mal, der exportiert was aus dem System und zwar nur eine Sache, ne? Ja. Da hab ich das vollkommen. Wenn wir den jetzt hier hinten irgendwo hinpacken, wo es keinen juckt, an irgendwelchen Stellen hier sowas, dann kann der doch laufen. Ich könnte es auch sogar auf dem Dach packen. Hätte ich ja noch weniger Probleme mit. Da bin ich ja auch schmerzfrei drin, das auf dem Dach zu packen, weil ich sehe es nicht. Und wenn das jetzt in so einer Lücke ist, ist das ja auch kein Problem. Das ME-System sitzt hier. Wenn wir dann sagen, hier. Dit. Da rein. Das da rein. Warum nicht? Hoffentlich packt er jetzt nicht alles rein. Nein. Dann brauche ich auch keine Kabel verschwenden, weil das ist dann ja Kabelverschwendung. Und das ist ja auch teuer genug. Weil da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen suchen. Muss irgendwo eine Query hinstellen, ein paar Turtles noch laufen lassen. Mal gucken. Das kann weg. Skirtboxen. Wo haben wir sie denn? Dann brauche ich die auch nicht craften. Ja, jetzt kann ich die craften hier, ne? Ah, nee. Hier ist es zum Beispiel gar nicht, oder? Sehe ich sie gar nicht. Ich guck mal hier gerade im System. Direkt. Nee. Ja, durch das alte Backup ist natürlich viel weggegangen. Und es ist dunkel gleich. Es ist affengeil. Das ist sozusagen auch so eine Warnung vor Monstern, die kommen gleich. Da geht immer ein bisschen Schrott. Ich habe halt sozusagen paar Fliegen damit geklatscht. Also drei auf einen Streich. Ich habe den Nachtspeicher, der dadurch signalisiert wird, umgeschaltet. Ich kann sagen. Ja, ich kann sagen. Mach doch mal fertig, wie du lustig bist. Macht jetzt. Ah, er fällt auf. So. Warum nicht einfacher, sowas zu craften? Ist doch eigentlich vollkommen einfach. Dann hätten wir das Problem nicht so gelöst. Jetzt kann er unendlich Scrapboxen machen. Ich kann die damit dann halt später irgendwo reinpumpen und hab den Müll dann ja hier. Ja, genau. Jetzt macht er mir dadurch. Ja, und es dauert eine gut, es dauert einen Moment, aber lass sie mal dauerhaft laufen, dann ist das schon kein Problem. Der läuft ja auch hier nur schmähhaft hier nur ein bisschen. Das wird ja auch noch alles umgeschlossen. Das heißt, wird ja auch alles mit dem System noch gemacht. Könnten wir noch einen zweiten um hinsetzen. Bin ich gerade am überlegen. Oh, falsche Abteilung. Können wir da noch machen? Ich habe da ja noch welche von. Beziehungsweise, ich habe ja noch mal so ein Ding. Machen doch gleich zwei raus. Oh, noch eine Workbench. Dankeschön. Zahnräder. Holzzahnräder. Sehst du bestimmt wieder nicht. Die brauche ich. Holzzahnräder. Da. Oh, zu viele brauche ich gar nicht. Ich brauche nur hier welche. Weil die sind natürlich schrecklicher, die automatischen Workbenches. Die alten gingen auf jeden Fall besser. Weil die haben es ja viel schneller geköpft. Jetzt ist ja ein Prozess dazwischen. Das heißt, das Tuckert und Tuckert ganz langsam. Man kann sie leider nicht upgraden. Deswegen mache ich da lieber ein zweites von. So, hier oben hin. Ist hier noch System? Ah, hier ist noch System, geil. So, oh, noch eine zweite hin. Sagen dem auch, komm hier. Köftest du mir das? Wollte, ich habe hier gerade mal zu viele. Können wir gerade gucken, wie viel wir hier überall reinstecken können. 5, 6. Und einen brauche ich vielleicht noch da. Hier ist jetzt der Export. Da kommt Export. Da kommt der Import. Ich tue aus dem System das exportieren. Nimmt er die jetzt alle raus hier immer? Ah, kann ich gar nicht draufklicken, alles klar. Passt so. Wird schon stimmen. Da macht er voll, hier macht er voll. Ast rein. Lass ihn mal laufen. Wird schon nichts passieren. Ausschmeißen kann er sie eh nicht. Dann wird er sie da drin lassen. Und so habe ich nämlich schön automatisch, ganz in Ruhe und muss dafür nichts tun, Scrapboxen. Das gleiche macht er ja da hinten auch.
am Atomkraftwerk, da können wir mal vorbeischauen, wie es da läuft. Vielleicht ist es dann ein Problem wieder mit der Uhr. Warum nicht? Müssen wir eh mal gucken.